Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Mario Strikers. Und heute geht's schon los mit der Saison. Hat gerade gestartet, geht 7 Tage. Oh, man hat gar nicht alle Spieler in der Saison. Das ist natürlich interessant. Ich mache jetzt einfach mal mein erstes Saisonspiel und danach erkläre ich euch ein bisschen was zu den Seasons. Schauen wir mal, ob wir hier gegen Genesis FC gewinnen können. Oh, der hat ein viel besseres Team. Er hat Rosalina und Toad. Das ist schon sehr viel besser, muss ich leider sagen. Aber schauen wir mal, gehen wir mal rein. Okay, ich bin direkt richtig salzig, aber ich habe ein paar Erkenntnisse. Also man spielt nicht gegen die Leute aus der eigenen Liga. Das heißt, jetzt gerade mit meinem Lose habe ich einen Punkt. Für einen Gewinn, für einen Sieg wird man 6 Punkte bekommen und für einen Unentschieden kriegt man 2 Punkte. Aha! Okay, Leute, verstehe. Das Team, also die Charakter, die man auswählen kann, bilden sich daraus, welche Leute in der eigenen Mannschaft sind. Was ist jetzt, wenn ich ganz alleine hier wäre? Okay, Leute, wir brauchen neue Leute. Wir brauchen einen Toad. Wir brauchen eine Rosalina. Okay, daraus ermittelt sich dann das Team. Gut zu wissen. Noch eine kleine Zusatzinfo. Rechts sehen wir den Teufelsdreier. Das ist ja mein Club. Unser Club. Und dazu noch All-American, G-Team, XYZ, EFC, FKN Dodges. Und es ist immer so, dass zu jeder Saison, die ja jetzt 7 Tage geht, man zusammengewürfelt wird mit 4 anderen Clubs. Und man dann Spiele bestreitet, für einen Sieg kriegt man 6 Punkte, für einen Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage 1 Punkt. Eine Info darüber, wie viele Spiele man machen darf, habe ich nicht. Und ja, dann geht es darum, wenn man ganz oben ist, steigt man auf, wenn man ganz unten ist, steigt man in der Liga ab. Wir sind jetzt gerade Liga Bronze, wenn ich das richtig sehe. Dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ich bin absolut gebrochen, weil wir brauchen mehr Leute mit Rosalina, mit Toad, mit allen Charakteren halt und gut, mit guter Ausrüstung. Kommt gerne in den Striker Club, da oben seht ihr den Code 6G7NWJ. Und lasst mal gerne in den Kommentaren da, wie ihr das gerade findet, die Saison. Und bis zum nächsten Mal, haut rein.